Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Ja, also eben habe ich mich wirklich wieder, ich habe mich wieder an den Kopf gefasst, ja, als ich wieder in die Kommentare geguckt habe. Mein Gott. Also, zwei Videos entstehen jetzt gleich, die mich mächtig ärgern und aufgeregt haben und zu denen ich unbedingt Stellung nehmen muss, wenn ich euch dann hier einmal an mein neues Stativ richtig reinbekomme. Oh mein Gott, das kommt, weil ich hier bei TikTok die Einstellung total verändern muss. Also, ich glaube es ja nicht, ich glaub's wirklich nicht, ne, was manche Leute sich herausnehmen. Also, zuerst einmal geht es um meine Hunde. Es wird sich immer wieder darüber aufgeregt, dass Pascha zu dünn sei, dass meine Hunde zu wenig zu fressen kriegen, dass es ihnen nicht gut geht, dass es ihnen langweilig ist, dass sie nicht zum Spielen haben, dass ich sie nicht Gassi führe, dass ich nicht mit ihnen rausgehe, dass sich nicht um sie gekümmert wird, dass sie sich, keine Ahnung, dass sie frustriert sind, dass das keine artgerechte Hundehaltung ist. Mein Gott. Es sind meine Hunde. Und ihr könnt euch ja um eure Hunde kümmern, so wie ihr das machen wollt. Aber das sind meine Hunde. Und ich behandle meine Hunde und halte meine Hunde so, wie ich das möchte. Die Hunde sind nicht zu dünn. Sie kriegen genau den Futteranteil, der auf der Verpackung ihres Hundefutters steht. Nichts anderes tue ich. Im Gegenteil, sie bekommen sogar mehr, als auf der Verpackung steht. Dass mein Hund eventuell knochig aussieht, liegt daran, dass das die Rasse ist. Die Rasse ist dünn. Sie muss dünn gehalten werden. Das sind große Hunde, die werden bis zu 80 Kilogramm schwer. Ist er zum Glück noch nicht. Ich schätze ihn auf 60, nicht mal, auf 55 vielleicht. Und wenn sie denn so groß werden, dann dürfen sie nicht noch zusätzliches Gewicht durch Fett mit sich rumtragen. Ich verstehe sowieso nicht, wie man Hunde überfüttern kann. Das ist unnormal, das ist ungesund. Könnt ihr aber trotzdem mit euren Tieren machen, ja? Ich meckere doch auch nicht rum, wenn ich jemanden sehe, der einen zu fetten Hund an der Leine hat oder draußen rumführt oder zu Hause hat. Das geht mich gar nichts an. Das ist sein Hund, ihr Hund und jeder soll sein Tier so behandeln und so füttern, wie er es für richtig hält. Meine Hunde hungern nicht. Die sind gesund. Sie sind unter Tierarztaufsicht. Wir haben einen befreundeten Tierarzt, ich habe es schon mehrfach erzählt. Jedes Mal, wenn er meine Hunde sieht, ist er begeistert. Ja, eben weil sie nicht überfüttert werden, weil sie gut ernährt werden und weil sie gut behandelt werden. Man sieht, dass es den Hunden gut geht. Und jeder, der etwas anderes sagt und jeder, der glaubt, irgendetwas hineininterpretieren zu können, der soll es bitte schön bei seinen eigenen Tieren machen. Das sind meine Hunde und ich füttere sie so, wie ich möchte. Ich halte sie so, wie ich möchte und ich mache alles das, von wovon ich glaube, dass es richtig für sie ist. Ich quäle meine Tiere nicht. Sie werden bekommen genug Aufmerksamkeit von mir. Sie haben eine artgerechte Haltung, wenngleich ich mir wünschen würde, dass sie in den Feldern rumlaufen könnten und Schafe hüten könnten, so wie es in ihrer Genetik ist. Touché, gebe ich zu, mache ich nicht, aber Kangals können auch als Wachhunde gehalten werden. Auch das ist artgerecht, auch das entspricht ihrer natürlichen Intention, hier in der Türkei ein Hund sein zu dürfen. Und es geht ihnen gut, es geht ihnen keiner, es geht mir langsam bis hier oben. Ja? Wie können sich andere Leute über meine Tiere aufregen? Kehrt vor eurer eigenen Haustür, guckt mal euren Hund an. Der ist den ganzen Tag zu Hause, liegt wahrscheinlich auf dem Sofa, ist viel zu fett, die Zähne sind kaputt, weil sie die ganzen Leckerlis essen müssen, die ihnen vorgesetzt werden. Guckt bitte vor eurer eigenen Haustür. Kümmert euch bitte um eure eigenen Tiere, nicht um meine. Und wenn ihr mich nicht ertragen könnt oder mich nicht angucken könnt oder wenn euch meine Hunde so sehr interessieren und ihr einfach nicht weggucken könnt, dann müsst ihr bitte auch sowas nicht dahinschreiben, ja? Weil es ist einfach ungerecht. Meine Hunde bekommen genau so viel und noch ein bisschen mehr, als sie sollten. Und alles, was über die empfohlene Tagesdosis hinaus verfüttert wird, ist ungesund. Das muss doch irgendwann mal irgendwie auch verstanden werden. Ihr könnt doch einen Hund nicht über die Maßen füttern, ja? Das hat nichts mit dem Hund zu tun, wie er aussieht. Ein Kangal muss Knochen haben. Es müssen Knochen zu sehen sein. Das ist nun mal so. Jeder Kangal hat
Knochenansatz, den man sieht. Es sei denn, sie sind den ganzen Tag und die ganze Nacht in den Bergen, sausen mit den Schafen durch die Felder und haben Muskeln aufgebaut, sodass dass der Knochenbau durch den Muskelansatz nicht zu sehen ist. Aber ein Kangal, grundsätzlich muss darauf geachtet werden, dass da wenig ist. Ansonsten wird er, wenn er älter wird, ganz schlimme Knochenprobleme haben. Ich habe das durch. Ich habe einen Schäferhund, der hat eine Hüftdysplasie gehabt. Das will kein Mensch. Dieses Tier hat gelitten bis zum geht nicht mehr. Ja? Spätestens dann muss einem doch klar sein, dass man ein Tier nicht überfüttern darf. Und mein Schäferhund war nicht überfüttert. Er wurde nur runtergezüchtet durch die Hüfte, die eben nach unten gezüchtet ist. Auch so etwas ist doch nicht artgerecht, oder? Ich meine, man muss doch mal ein bisschen auch gucken. Hör mal, wenn ihr meine Videos schon guckt, die Tiere sehen kerngesund aus. Sie haben nichts. Alhamdulillah. Tschochschükür. Guckt euch die Zähne an, ja? Hat euer Hund solche Zähne? Mit Sicherheit nicht. Die haben hundertprozentig Ablagerungen. Die sind hundertprozentig durch den ganzen ungesunden Kram, den ihr den Hunden gebt, nicht mehr in Ordnung. Und die Hunde sind zu fett. Sie sind nicht mehr im Höchststand ihrer Gesundheit. Hundertprozentig nicht, ja. Hunde, die draußen sein dürfen, die sich in der freien Natur aufhalten dürfen, die auch noch mal ein bisschen ein paar Unannehmlichkeiten bezüglich Wetter ertragen müssen, die eben kein weiches Bett haben, die eben nicht auf dem Sofa schlafen dürfen, die nicht bei Frauchen und Herrchen immer unter Kontrolle stehen, die auch ihr eigenes Ding machen müssen, die verschiedene Gefahren auch im Garten oder in der Natur zu ertragen haben. Solche Hunde sind in der Regel sehr stabil, sie sind kerngesund und sie haben ein artgerechtes Leben. Und wenn ihr da anderer Meinung seid, wenn ihr glaubt, ihr wollt eure Hunde auf keinen Fall so behandeln, ja, wie ich das tue, dann könnt ihr das ja mit euren eigenen Tieren so machen, wie ihr das wollt. Aber das sind meine Hunde und ich bin davon überzeugt, dass sie alles haben, was sie brauchen. Ich bin sicherlich nicht perfekt, ja, und ich habe sicherlich einige Dinge, wo ich auch ab und zu am Brainstormen bin. Ist es richtig? Gebe ich ihm zu wenig? Gebe ich ihm zu viel? Muss ich da anpassen? Das sind offene und ehrliche Gedanken, die ich mit euch teile. Dass ihr mir dann nachher ins Genick schlagt mit einem Beil und sagt, du fütterst deine Hunde zu wenig. Die Hunde kriegen zu wenig zu fressen, bis gar nicht zu fressen. Also jeden Tag fühle mich fast gefühlt, wie die Hunde ihr Essen bekommen. Ja, klar, ich zeige die Menge nicht, kann ich auch machen. Ab heute zeige ich euch jeden Tag, wie viel die Hunde fressen. Nee, mache ich nicht. Warum auch? Ich bin euch keiner Rechenschaft schuldig. Man sieht, dass die Hunde gesund sind. Man sieht, dass es den Hunden gut geht. Unser Tierarzt ist mit den Hunden zufrieden. Was will ich mehr? Ja, da höre ich doch nicht auf Kommentare von angeblichen Hundeexperten, die ihre eigenen Tiere wahrscheinlich überfüttern. Und selbst wenn nicht, wenn eure Tiere kerngesund sind, wenn ihr alles richtig macht, herzlichen Glückwunsch. Das freut mich für eure Tiere. Aber meine Tiere, die möchte ich bitte von euch in Ruhe gelassen haben. Sie sind glücklich, es sind nette Hunde, es sind liebe Hunde, sie sind freundlich, sie haben alle Menschen lieb, sie lieben Kinder, sie lieben jeden, sie sind herzergreifend, sie sind ein bisschen wild, sie sind aber auch noch sehr jung. Das wird schon alles. Und sie sind vor allen Dingen gut genährt, sie sind nicht unterfüttert, sie sind auch nicht überfüttert, sie sind genau richtig so, wie sie sind und wie ich sie haben möchte. Ich möchte keinen fetten Hund haben, ja. Das habe ich bei meinem Hund Miley schon nicht gemacht und das habe ich auch bei meinem Schäferhund nicht gemacht. Meine Hunde sind immer so, dass die Taille zu sehen ist, ja. Wenn du guckst, dann siehst du bei meinen Hunden die Taille und wenn du sie anfasst, dann fühlst du unter der Haut die Knochen und alles andere ist für mich überfüttert. Die sind zu dick. Außerdem kommt es auch noch auf die Rasse drauf an. Wenn eure Rassen da andere speziellen Anforderungen haben, dann ist es eure Sache. Kümmert euch um eure Rasse, um eure Hunde, dann habt ihr alles getan. Aber nicht um meine. Ja? Meinen Hunden geht es gut. Mein Tierarzt ist zufrieden und das ist das Einzige, worum ich mich kümmere und was mich interessiert. So, tschüss.